Hallo, ihr Pferdenerds und herzlich willkommen zu einem neuen Ponyhof-Update. Ja, Update! Juhu! Großes Update, mal wieder. Wer unser letztes Video gesehen hat, weiß ja, dass wir uns ein bisschen, sagen wir in die Nesseln gesetzt haben. Naja, auch nicht unbedingt, aber sagen wir mal so, wir haben voller Vorfreude am Anfang des Tages gefilmt sozusagen. Mit Großankündigung, tralala. Und dann wurde daraus ja nichts. So richtig in die Scheiße gegriffen. Na, Entschuldigung. Piep. Ach so, das war nicht synchron. ja, und diesmal haben wir die Taktik gewechselt. Wir filmen jetzt erst 2 Tage später. Genau. Lag aber doch daran, dass heute noch ein Termin war. Nämlich mit der Bank. Aber fangen wir mal mit dem Dienstag an. Hm. Vor 2 Tagen war der neue Notartermin. Und diesmal durften wir unterschreiben. Ja. Hat alles geklappt. Heißt, wir haben jetzt einen unterschriebenen Kaufvertrag, sind jetzt noch nicht richtig Besitzer, weil ich glaube, erst muss das Geld überwiesen werden und das dauert noch. Ja, und Wochen. Das muss noch irgendwie noch in das, ins Grundbuch eingetragen werden und so. Aber das liegt jetzt auf jeden Fall nicht mehr in unserer Hand, wie schnell oder langsam das Ganze geht. Ja, bei dem Notar hatten wir wieder einen neuen Vertreter, Vertreterin. Das war auch nochmal ein bisschen spaßig, aber... Und die war nett. Die war auf jeden Fall sehr nett, sehr freundlich. Das Notariat war ein bisschen... Naja. Durchmischt vorbereitet. Nennen wir es durchmischt. Nennen wir es durchmischt. Hat uns nicht bis ins letzte Detail überzeugt. Nee. Also hat nach Dingen gefragt, die sie schon 2 Monate vorher per E-Mail zugeschickt bekommen haben. Aber okay. Ja. Und weil der Mensch bei der Bank uns dann heute erklärt hat, das ist normal in Brandenburg mit den Notariaten, dass die so ein bisschen, überfordert sind, auch weil sie Probleme haben, genug Personal ranzukriegen, was hinreichend qualifiziert ist. Und es ist nicht so wie in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Berlin, dass jeder einfach einen Notar machen darf, der irgendwie Rechtsanwalt ist zum Beispiel, sondern das sind irgendwie fest vergebene Stellen und dann ist der Wettbewerb auch nicht so sehr und keine Ahnung. Eigentlich will ich es im Detail gar nicht wissen, wir sind jetzt erstmal durch. Genau, aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon mal irgendwie was mit Notaren zu tun hattet, wie es denn bei euch so lief, ob ihr auch so den Eindruck hattet, dass das irgendwie, weiß ich, ein bisschen drunter und drüber ging oder dass ihr euch mehr erhofft habt, also weil... Ich muss ja mal sagen, dass ich ja so einen Notartermin, wir waren ja in Berlin mal einmal bei einem Notar, bei einer Gründung von einer Firma. Ach, stimmt. Ja, das war so, ui. Das war nochmal... So offiziell und und das war schon ein bisschen, bloß jetzt nichts falsch machen, so nach dem Motto. Und da war das so, ja gut. Ja, weil sie sich also, sehr bemüht hat. So. Ja, also die Vertreterin, die war super, keine Frage. Da will ich überhaupt nichts gegen sagen, die war klasse. Aber... Was habt ihr denn bei euch für so Erfahrungen? Vielleicht schon mal mit einem Notar gesammelt? Ja, deswegen. Wobei die jüngeren Menschen meistens eher nicht, aber wer weiß, keine Ahnung. Ja, aber wir haben ja auch einige Zuschauer, denen ich zutrauen würde, dass die schon mal beim Notar waren. Für irgendwas. Ja, und heute waren wir noch mal fast an der gleichen Stelle. Das liegt ungefähr 500 Meter da auseinander in Fürstenwalde. Das ist einfach ein Dorf im Vergleich zu Berlin. Ja. Es hat eine große Straße und damit hat sich... Und waren da bei der Bank, sie haben immer noch nicht mit ihnen darüber geredet, nochmal, ob sie erwähnt werden dürfen. Stimmt, das hätte man nochmal fragen Social Media, sollen. Ja. Wie auch immer, und da haben wir aber heute, also das hat deutlich länger gedauert als der Notartermin. Wir haben gefühlt 100 Mal eine Unterschrift irgendwo hingesetzt und dann hatten sie auch Papiere, da war keine Unterschriftsfelder und da haben wir dann einfach mal 4 Blätter unterschrieben und sie klären mal noch, ob das reicht. Auf jeden Fall hat sich meine Unterschrift von Mal zu Mal irgendwie verändert. Also ich war auch so, ich weiß nicht, ob das jetzt gilt, aber normale gut. Normale Schwankungsbreite. Naja. Ja, jedenfalls haben wir jetzt einen Kreditvertrag und ein Konto und eine Risikolebensversicherung und all den Kram, den man da drumherum noch braucht. Online-Banking und Bankkarte und Selbstauskunft und die alten Abschlüsse aus 2008 und 2019 musstest du noch unterschreiben und so weiter. Mhm. Also es war ein einziger Unterschriftmarathon. Ja. Er hatte auch einen richtig dicken Ordner so. Eine Unterschriftenmappe, weiß nicht, wer das kennt, ne? Da sind so feste Trennblätter drin. Das ist also quasi so ein leeres, dick, also Pappi, also die sind so Pappwände quasi. Und dazwischen kann man halt Papier legen. So, und dann hat er immer eins weitergeblättert, hat er den nächsten Stapel Papiere gehabt, der hat uns irgendwo gegeben und da waren die Kreuze, wo wir unterschreiben mussten. Ja, war ein Erlebnis. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich fand es auch ein bisschen lustig. Er hat uns am Anfang gefragt, so, ja, hier, Sie könnten diesen Ordner haben, wenn Sie möchten. Und ich dachte so, naja, wir haben ja genug Ordner da. Aber mein Scholli, was war das denn für ein Stapel
Papier, wo also ich so dachte, gut, dass wir den Ordner haben. Ein Teil des Papiers haben wir sozusagen mitgegeben bekommen, in einen gelabelten Ordner einsortiert und gleich eingeheftet, sodass wir das halt gleich geordnet mitnehmen konnten. Genau. Ja. Und ich sage mal so, die Bauvoranfrage war ein Scheiß dagegen. Ah, in ja, den Stapel von Papier. Da mussten wir wesentlich kreativer sein, aber da mussten wir viel weniger unterschreiben. Das ist richtig, genau. Aber was das Stapel Papier angeht, war die Bank bisher stärkste. Das ist jetzt mehr. Definitiv. Ich würde ich auch sagen. Und wir haben ja, dadurch, dass wir zwei sind, alles in doppelter Ausführung. Ja, ja. Oh, am schlimmsten war die riesige Lebensversicherung. Jeder hat 47 Seiten bekommen. Die armen Bäume, die alle dafür sterben ja, mussten. Das ist, ich bin mehr für Digitalisierung. Sowas. Ach, Digitalisierung hatten, in Deutschland? Ja, ja. Und da hatten wir das Thema Fax, das war auch sehr schön. Ich hatte so, ich will doch kein Faxgerät, Entschuldigung. Irgendwas haben wir Faxen, ich habe schon vergessen, was wir Faxen sollen. Ja, habe ich auch vergessen, das werden sie uns ja nochmal sagen. Ach, die Kündigung der Gebäudeversicherung, weil wir kriegen nämlich eine neue Gebäudeversicherung, das war Teil des Deals. Das war okay, die ist auch nicht teurer, erstaunlicherweise, obwohl sie haben mehr versichert. Und dann noch ein spannendes Thema, wer vielleicht schon mal selber Einsteller mit, also Pferde eingestellt hat bei sich, habt ihr nochmal extra Versicherungen für Schäden an den Pferden abgeschlossen. Also wir haben heute gelernt, es gibt so für 140 Euro im Jahr die Möglichkeit für uns als Betreiber pro Pferd, pro eingestelltem fremden Pferd, eine Versicherung abzuschließen, wenn wir mal das Tor auflassen, das Pferd abhaut und sich was tut oder auch irgendwelche anderen Schäden dadurch entstehen, dass das nochmal mit abgesichert ist. Habt ihr das schon irgendwo mal erlebt? Kennt ihr das? Ist das üblich und weit verbreitet? Weil es natürlich relativ teurer macht. Natürlich den Einstellpreis um 12 Euro im Monat hier teurer, wenn wir es machen, weil können wir ja nicht aus eigener Tasche bezahlen, müssen wir ja weitergeben. Da waren wir erstmal so ein bisschen, Leute. Das war schon eine ganze Menge auf jeden Fall. Ja. Also der Witz ist irgendwie, also klar, ich kann mir vorstellen, dass da hier und da irgendwie mal was passiert, aber das habe ich noch nie erlebt. Das habe ich tatsächlich noch nie erlebt. So ein Ding. Was ich erlebt habe, ist so, dass zum Beispiel Pferde sich gegenseitig irgendwie verletzt haben oder sowas, aber da greift ja die normale Pferdehaftpflicht. Ja. So, ne, wenn ein Pferd das andere verletzt oder sowas, nachweislich, das ist ja auch wieder so ein Ding, muss ja jemand gesehen haben, dann würde die Pferdehaftpflicht ja von dem. Ja, das ist halt greifen. Wirklich dann, wenn wir halt einen Fehler machen und die Anlage nicht in Ordnung ist oder zum Beispiel mit dem Hoftrag dann Pferde umkacheln. Ich hoffe, nicht, nie passiert. Nee, bitte nie. Habe ich auch noch nie gehört. Dann dadurch ein Schaden irgendwie entsteht am Pferd. Ja. Ja, also das. Mal gucken. Also waren wir erstmal sehr zurückhaltend, weil müssen wir natürlich auch einfach gucken. Da nochmal 10 Euro mehr, da nochmal 10 Euro mehr, da nochmal 10 Euro mehr. So also irgendwann bei 500 oder 550 Euro. Und, das ist selbst da für Berlin dann ganz schön viel. Langsam echt schwierig, ne? Ja, gerne dazu mal noch eure Erkenntnisse. Ansonsten, ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen mit uns, auch wenn es jetzt immer noch nicht das finale endgültige und es ist bezahlt und Grundbuch eingetragen, das werden wir dann mal nebenbei nochmal berichten, wenn es da weitergeht. Aus unserer Sicht haben wir jetzt hier unterschrieben und es ist jetzt unser Stück. Ja. Chaos, Grundstück. Ja, das ist Trockenweide. Okay. Aber ey. Graukressemassen. Also, ich muss auch sagen, dass ich da das die ganze Zeit über nie dran gezweifelt habe. Ja. Dass das was wird. Fragt mich nicht, warum. Keine Ahnung. Das fragen sich nämlich viele. Ich habe das meistens so hingenommen. Ja, das wird schon. Das wird schon. Das wird. Und ich immer so, oh Gott, das muss noch, das muss noch. Und wir haben im Nachhinein jetzt dann auch von einigen auch mal so erfahren, so von, wir haben ja nicht so wirklich dran geglaubt, ne? Das war noch härter. Also wir haben ja nie dran geglaubt. Ja, das gab's auch, genau. Aber halt so ein, naja, okay. Ich habe schon mal dran gezweifelt, tralala. Schreibt doch mal in die Kommentare. Habt ihr dran geglaubt? Gerade genau, die das so lange jetzt auch mitverfolgt haben und so weiter. Habt ihr dran geglaubt, dass das alles wird? Hattet ihr Zweifel zwischendurch, was total legitim ist? Ist ja noch nicht alles, aber zumindest, ob der Kauf klappt. Ja, genau. Bis dahin sind wir jetzt erfolgreiche Kunden. Das würde mich jetzt mal so interessieren, ja, wie so denn so euer Gefühl war. Ja. Ja. Genau. Ja, ansonsten, wie geht's jetzt weiter? Also erstens, das können wir ja schon verraten. Wir werden noch zwei Mitarbeiter einstellen. Also Steffi stellt noch zwei Mitarbeiter. Wir sind langsam groß. Betriebsinhaberin mit 3 Teilzeitmitarbeitern. Da muss man schon langsam Urlaubspläne aufstellen, Betriebsversammlungen. Aber gut, dass ich denjenigen, bevor das Video online geht, vorher frage. Richtig, darüber habe ich nämlich gerade nachgedacht. Derjenige weiß es nämlich aktuell noch nicht, weil Steffi fährt nämlich mit demjenigen auf eine Prüfung jetzt am Wochenende und lässt mich und die Kleine alleine für 5 Tage. Top. Mal Papa-Tage. Muss halt mal sein. Ich muss dafür nämlich nach Hessen.
Die fahren nämlich auf das, ja, ist das eigentlich noch ein Haflinger, eine Haflingerzucht? Ich weiß gar nicht mehr so genau, ob die noch züchtet. Aber wir fahren auf jeden Fall zu der lieben Eva, wo ich ja auch meinen Pferdefachwirt gemacht habe, also die Prüfung dazu gemacht habe. Und diejenigen, die mir auf Instagram folgen, aber jetzt hier auch so in den Videos, hat man es ja mal mitbekommen, die liebe Eva hat nämlich eine Online-Akademie eröffnet, also online in Anführungszeichen, weil das ist mit sehr viel Praxis, Hausarbeiten und so weiter und halt dann eben auch Praxistagen. Und während ich halt den Pferdevitaltrainer dazu mache, zu dem wollte ich auch nochmal ein ausführliches Video machen, da habt ihr mir mal schon ganz viele Fragen gestellt dazu, gibt es eben auch den Bodenarbeitstrainer. Und dafür ist jetzt das Prüfungswochenende. Genau. Und das ist dann auch sehr praktisch, weil wir nämlich einen Bodenarbeitstrainer gebrauchen können. Mhm. Und deswegen schaffen wir dann einen Job, weil Steffi langsam an die Grenzen kommt. Ja. In der Reitschule. Du hast nicht mehr genug Slots, hast nicht genug Termine frei, an denen du hier sein kannst. Ja. Also und so ich hätte zwar noch Kapazitäten im Sinne von, ja, in der Woche vormittags, aber da können halt nicht so viele Leute. Es ist ganz viel so, ja, ich könnte in der Woche ab 16 Uhr. Ich so, ist schön. Da können auch aber alle anderen. Da können auch alle anderen, genau. Also das stapelt sich halt dann einfach, was ja irgendwie logisch ist an dem Wochenende. Und so, dass wir eventuell noch einen weiteren Tag in der Woche mit anbieten können, zum Beispiel, und halt auch dann Stunden parallel nochmal. Dadurch, dass wir vor allen Dingen Einzelstunden machen, würde sich das ja anbieten. Jo. Genau. So. Alles klar, dann habt ihr erstmal einen aktuellen Stand. Demnächst gibt es mal wieder ein FMA. Jo. Oder vielleicht nochmal was ganz anderes. Ja, wer weiß. Also Stallsorgen oder sowas. Stimmt, oh Gott, ich könnte mal wieder Stallsorgen machen. Oh, weia. Ich glaube, da stapeln sich auch die E-Mails. Ich komme nicht mehr. Das wird auch nichts mehr. Nein, ich glaub, da du sind, greifst dir immer ein paar Sachen raus und wenn es gut. Ja, ich mache das tatsächlich jetzt mittlerweile wirklich so, dass ich so ein bisschen die Betreffzeilen überfliege und sage so, oh, das klingt interessant. Also Leute, interessanten Betreff schreiben. Ja, spielt doch mal YouTuber und wählt einen guten Titel. Ja. Schon, ja. Ich kann das auch nicht. Also ihr kennt ja meine Videotitel. Also. Auch manche sind ja gar nicht so schlecht. Ja, ja. Manche, ja, sind okay. Ja, ja. Na gut. Aber ich hatte ja schon auch in meinem Schlussvideo erzählt, dass ich da gar keinen Bock mehr drauf habe, dass da hier irgendwie auf Krampf sonst wie was zu machen. Und ich muss sagen, dass es echt entspannter geworden ist. Manchmal ärgere ich mich so ein bisschen, wenn ich hier und da Kraft reingesteckt habe. Ja, ja. Also, ja, gerade so, wenn man halt viel Kraft reingesteckt hat, dann interessiert es halt keinen. Das ist so ein bisschen, na gut. Also, keinen heißt deutlich weniger als auch nicht. Ja, aber es macht sich halt bemerkbar. Ja, ja, klar. Und ja, aber es ist bei weitem nicht mehr so stressig. Ja, und trotzdem ist es auch okay, wie es läuft. Also wir vielen Dank an der Stelle auch nochmal an all die Mitglieder, die uns kontinuierlich unterstützen. Unbedingt. Das macht einiges aus. Und plus den Werbeeinnahmen, die jetzt auch gerade wieder ein bisschen höher sind, weil scheinbar die Firmen auch wieder mehr Geld ausgeben, ist das halt ein stabiler Teil des Einkommens. Kein großer, aber ein stabiler. Und wir freuen uns ja einfach auch, dass ihr uns da verfolgt und Daumen drückt und den Austausch immer mal. Und genau. Und da manche, glaube ich, die gerade die Pferdenerd-Videos nicht finden oder nicht sehen, ich habe versucht, jetzt wirklich alle in eine Playlist reinzutun, eine Pferdenerd-Playlist. Und ihr könnt auf dem Community-Tab, also auf dem Kanal gehen. Da gibt es ja Videos, Playlists, Community und halt auch Info und sowas steht da. Und auf dem Community-Tab, da sind eigentlich alle Beiträge auch nochmal verlinkt. Ja, nämlich da sind nur zwei Klicks. Genau, also schaut da gerne rein. Ne? Da gibt es die ganzen Trainingsvideos halt uncut. Wenn ich halt in einem FMA oder so das mal ausführlicher da, also mit dabei hatte und dann gibt es das dort uncut. Oder genau, Reactions will ich jetzt halt auch wieder darauf machen, weil ich halt auch so ein bisschen was erzählen will, aber da muss ich ein bisschen was zusammenschneiden. Und ich weiß, man hört mich immer so schlecht, wenn ich auf dem Pferd sitze. Dann macht das Mikro einfach nicht mit von der Kamera. So. Muss ich so brüllen. Wir haben eine ganze Menge erzählt. Jo. Es gibt hier noch ein paar Neuigkeiten, das machen wir jetzt heute nicht, sondern dann irgendwie nächste Woche mal. Wir werden jetzt die nächsten Wochen viel draußen sein, also vielleicht zwischendurch auch mal ein bisschen filmen. Ja, weil jetzt sind Sommerferien. Weil Sommerferien, genau. Ich muss leider wieder ein bisschen mehr ins Büro, aber trotzdem können wir ja grundsätzlich dann hier sein und übernachten und vielleicht von hier halt. Genau, soweit von unserer Seite. Ja, wir machen uns dann jetzt, also ich muss mich vor allen Dingen langsam mal losmachen. Ja, ein bisschen aufräumen müssen wir noch, mal gucken, was ich noch mit der Kleinen rausnehmen muss am Sonntag. Genau. Wir wollen nämlich mal mit Bus herfahren. Großes Abenteuer. Also mit Zug und Bus. Es fahren am Sonntag 3 Busse hier. Wir kommen auf den Dorf. Abstand von 3 Stunden. Wenn man den einen verpasst, muss man laufen. 10 Kilometer. Geht auch. Schafft man in 3 Stunden. Mhm. Das geht. Ja.
Nee, also das wird jetzt mal ein großes Experiment, weil von der Haltestelle sind so an sich schon 2 Kilometer zu laufen. Also das muss man auf jeden Fall. Mit dem Bus bis hierher kommt man halt nicht. Ne? Mhm. Das werden wir jetzt mal testen. Ja. Juti. Ich bin gespannt. Dann? Also denn, schreibt fleißig in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da für das Video, um den Ponyhof zu unterstützen. Und dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!